ich denn lernen, mich nicht immer nur zu beschweren. Danach kommt leider lange nichts. Bin ich bereit für den Verzicht? Zurück und Kopf aus jetzt. Lass alles hier zurück und bin groß jetzt. Fühl meinen Puls, wie bebt unter meiner Haut, wie der Wind, der mich trägt, sing ich jetzt so laut. Heiße Sonne verbrennt mich, ich erkenne meinen Schatten nicht mehr, er gehört nicht zu. Gegen die Wand halt die Granate in der eigenen Hand. Ich höre den Startschuss laut und klar. Doch bin ich genau da, wo ich immer war. Lauf los jetzt, schau nicht mehr zurück und willkommen. Hallo liebes Facebook, ich hoffe es geht euch gut. Wir sind Windkind und wir spielen ein kleines kurzes Konzert für euch. Und wenn ihr was sagen wollt, sagt ihr schon was? Ich sage einfach Hallo an alle und schön, dass ihr da seid. Es freut mich wirklich sehr und wir schicken euch mit diesem Konzert jetzt ins Wochenende. Der nächste Song heißt Endlich. Alles ist so endlich, ob
oder nicht? Erwartung, ich seh in dein hässliches Gesicht. Ich kämpf nicht mehr um dich. Der Kreis erschließt sich. Wir drehen uns nicht mehr nie. Ich wandel schon so lange alleine. Egal wo ich war doch immer die deine. Schon gesagt. Siehst du den seinen Faden? Wir hängen schon lange nicht mehr dran. Wie oft haben wir von vorne angefangen? Wie viele Samen neu gesät? Egal wie viel Licht und wie viel Wasser. Sind sie alle doch verblüht? Oh, jetzt ist der Herbst. Ich schüttel sie ab wie welke Blätter. Wo ich jetzt stehe, geht's mir besser. Oh, oh, jetzt ist der Herbst. Ich lass sie ziehen wie welke Blätter. Sie wachsen nach, dann geht's mir besser. Liebe war nie unser Problem. Zusammen konnten wir durch Feuer und auf Wolken gehen. So wie die Sterne lieben wir uns nur aus der Ferne. Oh, jetzt ist der Herbst. Schön ist die ab, die welken Blätter. Wo ich jetzt stehe, geht's mir besser. Will so Dankeschön sagen, also sage ich natürlich auch. Ich melde mich mal kurz bei euch. Hallo, hallo Ming, hallo Lori, hallo Carolina. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich schwitze jetzt schon so ein bisschen. Ich ziehe das mal aus. Der nächste Song heißt Es ist okay. Und der spricht eigentlich für sich. Ich kann lachen. Wenn ich mich danach fühle, ich kann weinen, wenn ich das will, ich darf allein sein, wenn ich mich nicht spüre. Mich nach dir sehnen, wenn ich dich nicht fühle.
deinem Schoß und sag Ade. Es ist okay, ich bin okay. All das bin ich jetzt. Ich kann trauern. Das brauch ich, darf feiern, auch wenn es mich schlaucht. Ich lass dich los, denn ich weiß, es ist zu spät. Doch wenn ich jetzt nicht gehe, dann geh ich nie. Es ist okay, ich bin okay. Ja, ihr könnt ja auch mal was sagen. Hallo! Ja, genau. Sagt doch mal Hallo, sagt der Band mal Hallo. Die sprechen natürlich nur Holländisch. Nein, wir sprechen auch Deutsch. Jetzt traut sich keiner sonst was zu sagen. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz und glücklich, dass diese Menschen hier heute mit mir sind. Und Quartale later, Juli. Okay. Und die nämlich auch das Album und diese Musik, die wir jetzt für euch spielen, eingespielt haben. Und was natürlich, mit dem ich das alles gemacht habe. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir die Sachen eigentlich jetzt zum ersten Mal so live vor Publikum spielen, zwar im Livestream. Guck mal, der Papa ist auch da. Hallo Papa. Hey Christoph, Sascha, ach Mensch, Linda. Ich werde jetzt alle aufzählen, gleich nach der Reihe. Auf jeden Fall, der nächste Song heißt Helen Mir. Und eigentlich geht es da genau um die dunklen Tage und ja, wie sich das anfühlt, wenn man da wieder rauskommt. Manchmal ist es dunkel hier, kein Licht kommt rein.
Manchmal ist es still in mir, dann will ich alleine sein. Manchmal ist es hell in mir, alles erstrahlt. Manchmal schreit alles hier, hör mir zu, denn nur dann komm ich an. Hier unter Bäumen möchte ich atmen, möchte ich liegen, solange ich kann. Manchmal ruhe ich nicht in mir, alles pulsiert. Manchmal ist nur Kälte hier, lass mich rein, bevor ich erfrier. Manchmal tut's einfach weh, wo ich da die ganze Zeit hingucke. Es ist ganz, ich finde das ganz aufregend auch. Ihr auch? Findet Juli spannend? Ja. Ja. Das ist irgendwie spannender als ein normales Konzert. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr irgendwas sagen möchtet. Wie viele Leute? 28 spielt da keine Rolle. 28. 28. der nächste Song heißt Nie in der Nacht. Ja.
Applaus, Jelly. Hier kommen ganz viele Herzen. Heel veel hartjes voor jou, Bram. Nimm mal kurz ein Schlückchen. Ihr Lieben, jetzt kommt schon der letzte Song. Ich warte mal, ich lese mal gerade. Mein Bruder ist auch da. Guck mal, die ganze Familie heißt Richard, hallo. Hallo, Anne. Ach, herrlich, danke, Lieben. Ich finde das ganz toll, dass ihr alle zuguckt und ich muss sagen, ich habe heute, als wir hier angefangen haben zu proben und aufzubauen und die ersten Noten zusammengespielt haben, fand ich vor allen Dingen einfach so schön wieder zusammen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir kommen ja in letzter Zeit nicht so viel dazu, aber einfach wieder zusammen Musik zu machen, ja, fühlt sich extrem gut an. Und ja, und ich freue mich, dass wir das auf diesem Wege
Danke an Freddy Lubitz an dieser Stelle. Ihr könnt das hier alles gar nicht sehen, was der hier alles hingefahren hat und aufgefahren hat. Und ohne den könntet ihr uns nicht so schön hören und auch nicht so schön sehen. Und deswegen freue ich mich einfach extrem, dass wir das heute machen konnten. Und ja, die Energie hier im Raum, hoffentlich können wir die irgendwie an euch nach draußen schicken. Ich brauche einen Schluck Prosecco. Gucken ja viele Leute zu, die mich kennen, die wissen, dass ich das schon mal gerne trinke, nicht wahr? Auf jeden Fall kommt jetzt unser letzter Song. Und ich möchte gerne an der Stelle einmal... Nee, mach ich am Ende. Okay. Ja. Okay. Ihr könnt jetzt zu Hause virtuell mitklatschen, wenn ihr wollt. Welchen Sinn hat der Aufstand, wenn man ihn immer nur brummt? Alle klappen wieder zu, alle Affen sind schon wieder tot. Heute bin ich aktives, morgen müde, nach zu allem bereit, doch eigentlich bin ich heimlich Brüder. Sein ist doch egal, entscheid mich für den Schein, abzuleben fatal, doch mein Ego ist selbstverständlich klein. Doch was ich wirklich brauch, ist Ruhe. Freddy Lubitz! Den könnt ihr nicht sehen.
und hoffentlich kommt der Rest auch bald. Habt noch einen schönen Abend.